Hi, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, denn heute gibt's was ganz Besonderes. Und was unsere leuchtenden Farben mit dem heutigen Thema zu tun haben, seht ihr jetzt. Lukas May, Christian Henkel und Wiebke Alex promovieren alle am Lehrstuhl für physikalische Chemie bei Professor Guldin. Sie beschäftigen sich mit der Photokatalyse unter verschiedenen Schwerpunkten. Das heißt, in ihrer Wissenschaft dreht sich alles um durch Licht ausgelöste chemische Reaktionen. Normalerweise ist es ja so, dass man sich unter der Chemie der Zukunft oder der Sonnenenergienutzung der Zukunft, also Solarzellen, vorstellt. Aber unser Schwerpunkt ist ein bisschen verlagert. Sprich, wir versuchen zum Beispiel über künstliche Lichtquellen diese zu nutzen, um chemikalische Prozesse voranzutreiben. Um zu verstehen, was er sagt, muss man wissen, wie eine chemische Reaktion funktioniert und was ein Katalysator macht. Damit manche Reaktionen stattfinden können, also ein Edukt zu einem Produkt wird, braucht es Energie. Man kann das Ganze mit einer Bergtour vergleichen. Wir starten auf der einen Seite vom Berg und wollen auf die andere Seite. Dazu braucht es Energie oder Muskelkraft, um den Berg zu überwinden. Ein Katalysator hilft uns also hierbei, den Berg erklimmbarer zu machen, also sozusagen abzubaggern. Bei einer chemischen Reaktion verringert der Katalysator die Aktivierungsenergie der Reaktion. Wir versuchen eben, Lichtenergie zu nutzen, um chemische Reaktionen zu treiben, also sprich diese Energie in Bindungen umzuwandeln, beziehungsweise ja, chemische Produkte daraus zu erzeugen. Und das können wir wunderbar machen mit bestimmten Photokatalysatoren, die eben in der Lage sind, Licht zu absorbieren und diese Energie an ja, Kunststoffe weiterzugeben. Und diese Kunststoffe lagern sich dann eben zu Produkten um. Und unsere Aufgabe ist es zu verstehen, erstens, warum tun sie das? Und zweitens, wie tun sie das? Wiebke befasst sich vor allem damit, die Energie, die das Licht zur Verfügung stellt, so in eine chemische Bindung umzuwandeln, dass man sie dann später gezielt abrufen kann. Also ein Energiespeichersystem aufzubauen. Die Moleküle, mit denen ich mich befasse, heißen Norbornethene. Also das ist eigentlich ein sehr kleines Molekül, was aber dadurch, dass es so klein ist, eben sehr viel Energie pro Milligramm speichern kann. Alle Moleküle haben ihren eigenen energetischen Grundzustand. Trifft ihr zum Beispiel Licht auf ein Molekül und somit auch Energie, dann befördert es das Molekül in einen sogenannten angeregten Zustand. Das Molekül absorbiert dann die Energie des Lichts und in der Zeit des angeregten Zustands speichert es die Energie. Aber das Molekül möchte irgendwann dann wieder in seinen Grundzustand zurück und gibt die Energie dann wieder ab. Also dieses Molekül, wenn die Sonne eingestrahlt wird, dann lagert sich das um und geht quasi in eine andere Form wieder. Und diese Form kann sehr viel Energie speichern. Und später kann das Molekül wieder zurückisomerisieren und die Energie kann dabei wieder gewonnen werden. Und so kann man quasi die Sonnenenergie speichern und später kann man diese Energie dann wieder freisetzen und sie nutzen. Und was wir eben machen, ist uns anzuschauen, wie das überhaupt funktioniert. Also über welche Zustände läuft diese sowohl die Hinreaktion als auch die Rückreaktion ab. Und wenn man das nämlich dann versteht, dann kann man die Moleküle ein bisschen anpassen, sie ein bisschen verändern und kann das eben mehr für seine Zwecke nutzen. Also dieses Norbornadien, das ist das Molekül, was ich bearbeite. Wie man sieht, ist das ein sehr kleines Molekül. Aber das Besondere daran ist, dass diese zwei Doppelbindungen bei Sonneneinstrahlung umklappen. Und dadurch entstehen zwei Dreifachringe, also diese Ringe hier unten. Und das Molekül nimmt dabei eben Energie auf. Und diese Energie kann dann später wieder freigesetzt werden. Also hier ist das nochmal anders gezeichnet. Wie gesagt, durch Lichteinstrahlung geht man von dem linken Teil des Moleküls zu dem rechten Teil. Es ist ein sehr gespanntes Molekül, also das nennt man die Ringspannung. Es ist alles sehr eng beieinander und alles zieht aneinander. Und deswegen nimmt es eben sehr viel Energie auf. Was jetzt hier das Problem an den Molekülen ist, ist, dass so wie es hier gezeichnet ist, hat es kaum einen Überlapp mit dem Sonnenspektrum. Also das ist ungefähr das Sonnenspektrum.
Und das Molekül, was ich eben gezeigt habe, das Norbornadien, das absorbiert nur hier vorne, also nur dieser ganz kleine Teil bei ungefähr 200 Nanometer. Man sieht, dass das ja fast gar kein Überlapp ist. Das heißt, so wie das Molekül ist, kann man das kaum benutzen. Das heißt, was man dann macht, ist, dass man noch ein paar andere Atome einfach einbaut und da dran setzt. Das heißt, das erste Molekül, was ich behandelt habe, ist dieses hier, wo dann hier noch ein Phenylring dran ist und hier oben eine Estergruppe. Und das zweite Molekül, was ich dann behandelt habe, hat hier unten noch eine Amingruppe daran. Und dann sieht man, dass es schon viel weiter in Richtung 450 Nanometer verschwunden wird. Also dass das funktioniert, weiß man, aber man weiß nicht wirklich wie. Und das ist dann quasi das, was wir machen. Einfach mit einer Lupe sozusagen drauf, wie läuft diese Reaktion ab. Diese Lupe, von der Wiebke gerade gesprochen hat, das sind Lasersysteme, mit denen man ultraschnelle Prozesse beobachten kann. Hier redet man von Pikosekunden. Und eine Pikosekunde steht im Verhältnis zu einer Sekunde wie eine Sekunde zu 32.000 Jahren. Mit dem Lasersystem können Sie gucken, wie lange das untersuchte Molekül im angeregten Zustand bleibt, bis es in den energetischen Grundzustand zurückspringt. Und so können wir das bestätigen, wie diese Prozesse dann ablaufen, weil wir dann eben sehen können, okay, wir haben jetzt diesen Prozess, der lebt so und so lange, wir haben dann den nächsten Prozess, der lebt so und so lange, und so können wir uns das dann angucken. Wegen der strengen Corona-Regeln in der physikalischen Chemie konnten wir leider nicht vor Ort sein, aber Wiebke, Lukas und Christian haben uns Einblick in ihre Arbeit gegeben. Lukas braucht im Labor kein Laborkittel, aber eine Laserbrille. So, wir sind jetzt hier im Herzstück unseres Arbeitskreises angekommen, dem Laserlabor. Was wir hier die meiste Zeit machen, ist zeitaufgelöste Absorptionsspektroskopie oder wie wir sie nennen, transiente Absorptionsspektroskopie. Mit dieser können wir dann unsere verschiedenen Dynamiken und Wechselwirkungen zwischen unserem Katalysator und unserem Substrat feststellen oder analysieren. Mit dem Laser werden alle Moleküle im selben Moment angeregt. Dann wird überprüft, in bestimmten Zeitintervallen, wie viele Moleküle im angeregten Zustand noch sind. Das nennt man ein Pump-Probe-Experiment. Mit Pump meint man den gepulsten Laser und Probe ist das Weißlicht, mit dem die Probe überprüft wird. Wir machen dann ganz viele dieser Pump-Probe-Experimente hintereinander und dann generieren uns ein 3D-Spektrum daraus. Neben dem Laserlabor gibt es auch noch das Photochemielabor. Da schauen wir jetzt mit dem Christian rein. Er zeigt uns, wie ein Photolumineszenz-Screening aussieht. Hier haben wir als erstes verschiedene Katalysatoren aus verschiedenen Generationen, die unterschiedlich stark sichtbares Licht absorbieren. Das kann man hier über der UV-Lampe ganz gut sehen. Der hier luminisiert bläulich, der nächste in so einem schönen Cyan, dieser hier grünlich und das Alloxazin-Derivat luminisiert wieder blau. Aber warum leuchten diese Moleküle? Wir erinnern uns an den angeregten und nicht angeregten Zustand von Molekülen. Beim Zurückfallen eines Moleküls vom angeregten in den Grundzustand kann es Energie in Form von Licht abgeben. Deswegen leuchtet es. Durch die anhaltende Lichtzufuhr von Christians UV-Licht wechseln sie allerdings wieder direkt in den angeregten Zustand. Und das wiederholt sich dann immer wieder. Sie geben übrigens Licht in einem anderen Wellenlängenbereich ab, als sie aufnehmen. Das erklärt dann auch, warum sie in unterschiedlichen Farben leuchten. Und diese Eigenschaften kann man sich jetzt eben zunutze machen, indem man beispielsweise verschiedene Substrate zusetzt. Je nachdem, wie diese Moleküle jetzt eben mit den Katalysatoren wechselwirken, wird die Lumineszenz eben gelöscht. Beziehungsweise im Fachbegriff wäre das ein Quenching. Wir haben einen Katalysator in angeregtem Zustand und ein Substrat. Die treffen aufeinander und tauschen die Energie aus. Das Substrat frisst dann also die Energie, die der Katalysator mit sich rumgeschleppt hat. Wenn Substrat und Katalysator gut zusammenpassen, dann wird keine Energie abgegeben. Das heißt, es leuchtet nicht. Die Lumineszenz wird gelöscht. Das ist das Quenching. Und zwar haben wir jetzt hier drei verschiedene organische Substrate, die wir auf ihre Wechselwirkung mit dem Katalysator testen. Und was man hier schon sehen kann, ist, dass die Katalysatoren an sich eine sehr starke Lumineszenz haben und diese wird durch die Zugabe von den organischen Substraten gelöscht bzw. gequencht. Das ist allerdings unterschiedlich stark der Fall. Ich zeige das jetzt hier einmal exemplarisch an diesem wunderschönen cyanfarbenen Katalysator. Und wenn wir hier ein Dieselfeed
ein Dimethyldisulfid dazugeben, sieht man, denke ich, schon ganz klar, dass wir hier ein Quenching haben. Wenn wir jetzt ein Acrylat dazugeben, ist die Farbe nicht ganz so stark gequencht, also sprich die Lumineszenz von dem Katalysator. Und wenn wir ein Silylketylacetal dazugeben, was eine recht gute Wechselwirkung mit dem Katalysator zeigt, dann sieht man auch hier, dass die Lumineszenzfarbe von der Intensität her abnimmt. Wir versuchen jetzt bei unserer Forschung dann den Weg zu gehen, dass wir nicht diese Energie über Licht wieder abgeben, sondern dass wir diese Energie weitergeben an unser Substrat und das dann gezielt weiter reagiert. Und das machen wir dann. Wir versuchen diese Rückstrahlung, nenne ich sie jetzt mal, also dieses Abstrahlen aus dem Katalysator abzufangen, indem wir diesen Energietransfer auf unser Substrat haben, auf unser Molekül, das wir dann weiter reagieren lassen wollen. Wir hatten vor allem auch immer die Möglichkeit, uns auszutauschen und haben uns nicht nur als Rivalen gesehen, sondern immer als großes Team, das die Erfolge gefeiert hat. Deswegen ist das Klima ist einfach herausragend. Und die Forschung ist auch gut. Und die Forschung macht auch Spaß. Was gemessen hat und man hat dann dieses Spektrum vor sich und es ergibt plötzlich Sinn. Man versteht es plötzlich, man weiß plötzlich, was da passiert ist. Diese fluoreszierenden Farben, die wir heute jetzt auf unserer Haut haben, funktionieren nach demselben Prinzip, was wir heute gelernt haben. Spannend, oder? Wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Schaltet rein!